Handpan und Atmung. Nachdem wir das letzte Video gemacht haben mit drei Phasen der Atmung und ihr den Atem auf den Wirbel gespielt habt, kann ich jetzt auch Melodien so spielen. Das heißt, es braucht einfach eine gewisse Wiederholung, in der ich die gleiche Verbindung von Körper und Atem herstelle. Das heißt, ich hole Luft, während ich meine Hände über das Instrument ziehe, Schultern entspannt lasse. Das ist, wie gesagt, oft sehr kurz. Und von da aus mache ich zum Beispiel jetzt ein Arpeggio. Ich sag mal, ich habe diese drei Töne. Das können auch zwei sein. Also kümmert euch jetzt nicht um die Töne, es geht einfach darum, wie ich trotzdem eine Bewegung generiere. Nicht nur ein Wirbel, sondern eine Bewegung. Ich atme ein, gehe an die Stelle und atme direkt aus und versuche in diese Bewegung die Intensität, die Dynamik des Ausatmen abzubilden, nachzuahmen. Und dann erstirbt diese Bewegung wieder. Das heißt komplett, Atem ist leer. Weder ein- noch ausatmen, und das will ich im Körper sehen. Ich mache das einfach ein paar Mal. Das heißt, die Intensität, die Lautstärke, die Dynamik, aber auch das Tempo versuche ich als Ausdruck meiner Intensität des Atemvolumens zu nehmen. Braucht eine gewisse Übung, versucht es ehrlich zu machen und kriegt mit, wie euer Atem sich verändert, durch die Wiederholung allein schon. Und achtet darauf, dass wirklich hier am Ende dieser Bewegung alles, dass ihr das ganze Instrument nutzt, wirklich um euer Gewicht auszuruhen, dass ihr da wie eine Heimat findet, dass da eine Ruhe entsteht. Ganz wichtig, diese Ruhe, damit wirklich was zum Stillstand kommen kann, damit ihr am Instrument Stille ausdrücken könnt, Leere. Sonst geht die Amplitude der Schwingung, die wir brauchen, zwischen Intensität, Steigerung und Nichts oder Leere, sonst ist die immer reduziert. Dann geht sie nicht wirklich auf den subtraktiven Bereich, in den subtraktiven Bereich, in das Null rein, sondern dann bleibt sie immer oben. Und wenn ich immer angespannt bleibe, dann habe ich nicht diese Dynamik. Dann geht der Atem nicht wirklich ins Spiel und auch die Melodien, die Motive sind immer, bleiben in einem gewissen Rahmen. Viel Spaß damit und viel Mut.